Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wo sich der zweite jetzt versteckt hat. Ach, da! Oh, Schatz! Und es wird hell. Oh, Mist. Hehe. Nur nicht bin, du hast beeindruckte Fähigkeiten, aber nicht beeindruckt genug, um Hayase Herr der Diebe zu besiegen. Leg dich mit mir an und du wirst meinen Stopp fressen. Kapiert? Hihihi. Emini. Mach's wieder Nacht. Erstmal will ich den Schatz holen und dann versuchen wir nochmal Hayase zu fangen. Kristall. Das auch was Schönes. Das ist unmöglich. Er ist einfach zu schnell. Ich kann ihn auf gar keinen Fall einholen. Ich schätze, ich muss tun, als würde ich ihn nicht sehen. Pass auf. Ja. So, da komm doch mal raus. Hey, hey, glaubst du immer noch, du die Dinge von mir zurückholen kannst? Komm schon, probier's doch. Doch die konnte mal jemand meinen Abgang schlagen. Erst eins dazu, hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. So, das war's, Hayase. Verdammt nochmal. So, das ist dann wohl deine, oder? Hm, ach, du bist es, Hund. Was hast du denn da? Das wird doch nicht meine wertvolle Glasuhr sein. Gib ein Glasuhr. Wie meinst du, der Wett hast du sie von Hayase zurückbekommen? Du musst so eine Art Wunder bewirkt haben. Es ist erstaunlich, dass du meine Uhr von Hayase zurückbekommen hast. Diese Uhr ist sehr wichtig für mich. Danke, dass du sie zurückgebracht hast. Ich werde aufpassen, dass sie mir nie wieder jemand wegnimmt. Oh, möchtest du etwas zu essen haben, Hund? Oh ja, ein bisschen Fleisch kann nicht schaden. Und was hast du noch zu sagen, Kumpel? Ja. Ist er nochmal hier drin? Nö. Gut, das wäre damit auch erledigt. Was hat noch fehlt, ist die Maske von dem da oben. Wobei ich keine Ahnung habe, wo, wie ich mit an die rankomme. Und was auch noch fehlt, ist die Sache mit dem Geist, von dem ich auch noch keine Ahnung habe. Aber die zwei Sachen sollten erstmal reichen. Ami sieht sehr lustig aus, wie sie da so halber hängt und schwimmt. Ja, du
mir ist immer noch deine Maske. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Taro-Maske verloren habe. Jetzt bitte kommt nur eine. Der Hauptmann wird mich lynchen, wenn er das herausfindet. Sag mal, was würdest du bitte nach der Maske in der Stadt suchen? Ich kann meinen Post nicht verlassen und kann niemand anderen fragen. Ihr müsst mir helfen, bitte. Wenn ihr sie findet, dann werde ich euch ein Geheimnis über den Hauptmann Wacker erzählen. Ja. Jo. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die Maske sein könnte. Ich sehe halt niemanden sie tragen. Und niemanden damit rumlaufen. Ja, gut gefertigte Sägen zum Bäume fällen. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht entsinnen, dass irgendein Händler oder so sie mit sich rumgeschleppt hätte, die Maske. Oder dass sie sonst wo ist. Ja, was ich mit den beiden anfangen muss, habe ich auch noch keine Ahnung. Ne, das klappt immer noch nicht. Mit dir kann ich auch nichts mehr anfangen. Kann ich nur tinten, aber das bringt nicht viel. Regen kann ich halt keinen machen. Nur Wind. Okay, dann verlassen wir jetzt mal Sei An. Und rödeln nicht noch länger in der Stadt herum. Oh, es wird schon wieder Tag, sehr gut. Mal hier ist ja leider auch nichts mehr Besonderes vom Belang. Wir können hier nur Massenrodung betreiben. Die Hasen hier mögen uns alle schon. Sehr schön. Eine Libellenperle. Jo. Den Schatz da hatte ich wohl übersehen. Oh, hi, du bist hier unterwegs? Wow, ich bin heute voll gut drauf. Ich fühle mich unglaublich gleich jetzt, wo dieser Nebel sich verzogen hat. Keine Zeit zu verlieren. Der superschnelle Hayate ist wieder auf dem Weg zur Arbeit. Superschnelle Hayate. Hey, was möchtest du? Was ist das für ein Funkel in deinen Augenhündchen? Willst du ein Rennen? Okay, der superschnelle Hayate wird dir ein Rennen liefern. Eigentlich nicht. Fertig? Los. Au. Okay, bei dem Typ muss man aufpassen.
Ach, der läuft im Kreis, okay. Na. Achso, du bist so ein Windvieh. So, und bei dir können wir mal Tintenkugelkraft ausprobieren. Aber nicht, wenn du blockst. Naja, das sah jetzt sehr ulkig aus. Also gegen die Viecher helfen Tintenkugeln nichts. Gut zu wissen. Okay, hier am Ende war auch nichts Besonderes. So, dann gehen wir trainieren. Habe ich euch schon gefüttert? Ja, euch habe ich auch schon gefüttert. Yay. Hier ist nichts Besonderes dahinter und rein hier. Vor allem Schwerttechniken hätte ich gern besser. Ja. Spiegeltechnik 5 Winde, Perlentechnik. Spiegel als Haupt- oder Nebenwaffe hört die Angriffskraft hat. Das hätte ich auch gerne. Oh, brauner Zorn, ja. Hm. Erstmal den Dreischnitt. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, diesen Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen, diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah, oh. Ah, bist du mit Tata vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Ich finde es auch lustig, wie nicht nur die Augenbrauen und der Bart sich verschieben, sondern eigentlich auch die Augen. Lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Schwertechnik 3 Schnitt trainieren. Nehmt ihr diese Tipps zuerst und erinnert daran, werden wir trainieren. 3 Schnitt. Drücke, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt schnell. Achte auf das Timing. Wiederhole das, bis du 3 aufeinanderfolgende Schwerttreffer gelandet hast. Umso länger du gedrückt hältst, umso stärker werden die Angriffe. Mit dieser Technik werden verheerende Angriffe möglich. Schneide den Feind in kleine Stücke. Spalte den Feind in 2 Hälften. Nutze deine neue Technik, um dem Bösen eine Lektion zu erteilen. Nun hast du alles verstanden? Ja. Nun dann. Ich gewähre dir diese Technik-Schriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Jo. Verstehen Sie mit deinem Körper wie mit deinem Geiste. En garde. Hey, nicht schlecht. Weiter so. Nicht aufgeben, streng dich mehr an. Ist das alles, was du zu bieten hast? Wie Ami gerade eingepennt ist.
Gut gemacht. Ja, ja, lass deinen Kriegsgeist hell leuchten und sie pennt wieder. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegsgeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Denn jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diese verdorbene Kreatur die wahre Natur eines Kriegers. Einiger Knochen nehmen. Du hast wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung in deiner Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert. Aber du darfst nie den Willen zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bete, dass du das nie vergisst. Und holen wir uns gleich noch die Schildtechnik, da ich ja eh immer einen Spiegel auf dem Rücken trage. Wenn das mal nicht mein wölfischer Schüler ist, bist du gekommen, um wieder meine Anleitung in der Kurs des Kampfes zu erfahren? Ja, ich möchte mein letztes Geld ausgeben, um den Spiegelschrei zu lernen. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde deinen Wunsch erfüllen. Ja, ja, den Spruch kennen wir schon. Wow, bist du mental darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Spiegelschrei trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Spiegelschrei. Rüste dich für diese Technik mit Spiegeln als Haupt- und Nebenwaffe aus. Beide Spiegel werden einer Vergrößerung der Macht unterzogen. Die Kombination von Offensive und Defensive der Spiegelschrei macht Feinde fertig. Nun hast du alles verstanden? Jo. Nun dann. Ich gewähre dir diese Technikrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Jo. Verstehe sie mit deinem Körper. Ja, Göttertechnik Spiegelschrei. Dazu müssen wir zwei Spiegel ausrüsten. Das habe ich dann missverstanden. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Okay, das heißt, ich habe den einfach so gelernt. Ich frage mich eigentlich gerade, was ein Schwert auf dem rechten Slot bringt. Ob ich da durchsorten kann? Das muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt fast pleite bin. Du da, du komm mal her. Du bist ein perfektes Versuchskaninchen. Interessante Kombos lassen sich damit machen, auf jeden Fall.